zur nächsten Roomtour. Wir sind hier in der Villa Manuk, in den Bergen im Norden von Bali. Und wir stehen hier auch schon mitten im Schlafzimmer, mit einem schönen großen Bett, mit Moskitonetz drüber. Auf jeden Fall sehr hilfreich, da die Decke hier oben zum Bad zu offen ist. Und zum Balkon hin ist zwar ein Fliegengitter, aber da kommen die Mücken und Moskitos auch seitlich rein. Von daher sehr, sehr gut. Ja, das Bett. Wieder rechts und links daneben ein kleines Nachtschränkchen. Hier hängt sogar ein Safe an der Wand. Dann haben wir hier noch einen kleinen Tisch, einen Stuhl, einen Ventilator, eine Klimaanlage gibt es nicht. Ja, und das ist der Ausblick nach draußen hier bei dem Fenster. Und dann gehen wir mal auf den Balkon. Hallo! Und hier kommen wir jetzt auf den Balkon. Ein bisschen ducken, damit ich mich nicht wieder stoße. Und das ist der Ausblick, den man hier hat. Ja, hier haben wir einen Tisch, zwei Stühle, auch eine Schale für Räucherstäbchen und ein Feuerzeug. Auf der anderen Seite haben wir eine Liege und noch ein Bett für ganz Mutige, die sich auch nachts trauen, den Moskitos sich auszusetzen. Dann haben wir hier diese schönen Bambusmatten, die man runterlassen kann zum Sonnenschutz. Ja, dann schauen wir mal kurz hier rüber. Hier unten ist der Pool liegen. Da drüben in dem kleinen Gebäude wird das Frühstück serviert. Auch das Essen. Und da drüben ist die Bambushütte. Sie ist komplett aus Bambus gebaut. Die ist auch sehr, sehr schön. Wir sind hier in dem anderen Gebäude. Das ist zwar massiv gebaut, aber hier sind die Verzierungen an den Wänden super schön. Auch die Holzschnitzereien an den Türen. Ja, und hier oben ist noch ein Fliegengitter, aber das hilft jetzt nicht so sehr viel, weil vom Bad her, wie gesagt, schon das nach oben hin offen ist. Genau. Und hier hat man eben diesen schönen Ausblick auf die Berge und die Reisterrassen hier unten. Ja, ja, hier ist noch der Lichtschalter mit eingefasst und die beiden Lampen. Okay. Jetzt muss ich mich wieder ducken, ansonsten stoße ich mir wieder in den Kopf. So, und dann zum Highlight hier, das Bad. Erstmal Waschbecken, Spiegel, alles schön in Stein eingefasst und hier die Dusche. Beim Duschen kann man diesen Ausblick genießen. Das ist so herrlich. Ja, und hier oben ist das, was ich meinte, das offene vom Bad zum Schlafzimmer, deswegen das Moskitonetz. Gut, Toilette, ein Wäscheständer. Hier vorne ist noch eine kleine Ablage und ein Schrank. Haben wir jetzt zwar alles nicht benutzt, aber wenn man länger hier ist, kann man das gut nutzen. Ja, und hier haben wir noch ein schönes Bild. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss, Cassie.